Hallo meine Lieben, mein Name ist Intra, das ist mein YouTube-Kanal und heute geht es wieder um Yogi-Lifehacks. Also wie kannst du mit Hilfe von Yoga-Techniken und Prinzipien aus dem Yoga dein Leben so richtig rocken und durchstarten. Und heute kommen wir zu Svadhyaya und auf Deutsch heißt das so viel wie Selbststudium. Was heißt das? Die Yogis sagen einfach, wenn du dich entwickeln willst, wenn du dich persönlich, aber auch spirituell entwickeln willst, dann nimm dir die Zeit für mindestens 5 Minuten. Die Zeit sollte jeder haben, egal wie busy ihr seid mit Jobs, Nebenjobs und dein Business aufbauen. Nimm dir mindestens 5 Minuten pro Tag, jeden Tag und lese. Ja, oder lese eine Seite pro Tag. Ja, weil das ist das absolute Minimum, wo wir über unsere eigene Hürde drüber springen können, egal wie viel wir machen. Und fang einfach damit an. Lese eine Seite pro Tag, 5 Minuten pro Tag. Jetzt ist die Frage, was können wir lesen? Und jetzt einfach allgemein zur Persönlichkeitsentwicklung und aus dem Coaching heraus würde ich sagen, man kann das ganze Leben aufteilen in, ja, meistens sind es ungefähr 7 Bereiche. Und im Bereich 1, da geht es einfach darum, ja, nimm dir sich Zeit zu nehmen zum Spielen, zum Feiern, zum Nichtstun. Und dann gibt es Bücher dazu, die du lesen kannst. Es gibt dann auch Bücher, es gibt verschiedene Bereiche und der nächste Bereich ist zum Beispiel Business, Karriere und Berufung. Und es gibt Bereich Gesundheit, es gibt Bereich Beziehung, Liebe, Sex, es gibt Bereich Spiritualität, existenzielle Fragen, die ganzen, warum bin ich hier, was soll das Ganze, was ist meine Mission hier, Geld, Finanzen, Emotionen. Und du kannst einfach mal für dich selber fragen, wo ist jetzt der Bereich, wenn du jetzt alles auf der Skala von 1 bis 10 bewerten würdest, welche Sache kommt bei dir gerade zu kurz? Wo hast du einfach viel zu wenig Punkte? Schreib es einfach mal kurz auf, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib mal kurz auf, welche ein oder zwei Bereiche, von denen ich gerade gesagt habe, kommen bei dir zu kurz. Und dann such einfach Bücher, die genau in diesem Thema was zu tun haben. Ich werde innerhalb der nächsten Wochen auch eine ganze Menge Bücher aus diesen verschiedenen Kategorien vorstellen und auch Sachen, mit denen ich mich selber auseinandergesetzt habe oder auseinandersetze oder auseinandersetzen werde. Und möchte aber heute speziell aus meiner Perspektive als Yoga-Lehrer auf die spirituelle Komponente eingehen, weil Svadhyaya im Yoga bedeutet wirklich die Auseinandersetzung mit spirituelle Literatur. Was heißt das genau? Im Grunde genommen heißt das nicht, du gehst jetzt zum nächsten New Age ESO Stores, wo du halt diesen ganzen Bullshit findest, sondern du gehst halt wirklich direkt zur Quelle. Ja, das heißt, was ist die Quelle von Spiritualität? Was ist das, wo es am reinsten ist, wo du am meisten für deine existenziellen Fragen herausziehen kannst? Das ist traditionelle Literatur. Ja, also wenn du dich auseinandersetzt mit dem Christentum zum Beispiel, ja, oder dann lese nicht irgendwelche Bücher über das Christentum, sondern geh direkt zur Quelle zurück und ja, lese einfach mal ab und zu in der Bibel und stöber da ein bisschen. Wenn du jetzt dich auseinandersetzen möchtest mit Yoga und was für Techniken und wie funktioniert das ganze System und du dich einfach tiefer damit auseinandersetzen möchtest, dann lese einfach die Grundlagen, den absoluten Ursprung, die 2000, 3000 Jahre alten Texte, die halt, auf denen dieses traditionelle Yoga-System beruht. Das ist die Garanda Samhita, Shiva Samhita, Hatha Yoga Pradipika. Und das Buch, was ich momentan gerade lese, das ist von Patanjali, die Yoga Sutras. Yoga Sutra, und da geht es einfach so ab, da geht es so in die Tiefe. Und wenn du halt dich wirklich mit echtem Yoga auseinandersetzen möchtest, was halt wirklich eine Bewusstseinsveränderung ist und was halt zu Transformationsprozessen in deinem ganzen Leben führen kann, dann gib dich echt nicht mit diesem Vinyasa-Flow-Quatsch zufrieden, was in den letzten 3-4 Jahren noch gekommen ist, sondern geh halt wirklich in die 2000, 3000 Jahre alten Sachen rein und schau dir mal an, was Yoga tatsächlich sein kann.
Genau. Und ansonsten für den modernen, digitalen Nomaden von heute, der wirklich rausgehen möchte und die Welt verändern möchte mit Handlungen, ja, ganz großartiges Buch, die Bhagavad Gita. Ja, also die meisten kennen das vielleicht nur von diesen Hare Krishnas, die halt jetzt gerade so mal wieder rausgehauen haben, aber halt in ihrer eigenen Interpretation, in ihrer eigenen Übersetzung. Ich würde halt eher empfehlen, holt euch eine Übersetzung von Sri Aurobindo zum Beispiel, einem der großen Yogis des 20. Jahrhunderts, oder das ist jetzt zum Beispiel eine Übersetzung von Swami Shivananda, einem großartigen Arzt aus Indien, einem der großen Giganten und Helden des 20. Jahrhunderts, also wirklich Leute, die auch selber Stufen von spiritueller Realisation oder Samadhi erreicht haben und von daher das von einer ganz anderen Perspektive aus übersetzen können, das Ganze. Genau, und dann nimm dir einfach eins von diesen Büchern, wähl am besten dein Buch aus, geh mit einem Buch wirklich in die Tiefe und schau einfach, wie es deine ganze Denkart und Weise verändern kann, deine Ansätze, bestimmte Probleme in deinem Leben anzugehen. Und dann geh mit diesem Buch in die Tiefe und nimm dir wirklich jeden Tag einmal 15 Minuten, 5 Minuten, ja. Fang an mit 5 Minuten, einmal pro Tag 5 Minuten, einmal pro Tag eine Seite lesen. Nehme diese Zeit, es ist unglaublich wertvoll, weil das baut sich nämlich Tag für Tag auf. Ja. Das schichtet sich auf und irgendwann hast du einfach unglaublich viel richtig, richtig guten Scheiß gelesen. Genau. Und das kann möglicherweise dein ganzes Leben verändern. Ja. Genau, aber Yoga sagt auch nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Ja. Wenn ich wirklich in die Tiefe gehen möchtest, dann gehört zu dieser Theorie im Endeffekt auch eine Praxis. Ja? Eine Yoga-Praxis, eine regelmäßige Praxis. Und dazu gibt es auch schon Videos auf meinem Kanal, wird es auch noch mehr Videos dazu geben. Wenn euch dieser Aspekt jetzt auch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen rum. Wenn ihr dranbleiben wollt an diesen Themen, wenn euch das interessiert, wie kann ich jetzt Yoga mit digitalen Nomaden-Lifestyle kombinieren, dann abonniert auf den Kanal. Und ansonsten, ja, lasst einen Kommentar da, würde mich total freuen. Was für Bücher interessieren euch? Was für Bücher schlagt ihr noch vor? Was habt ihr schon gelesen? Was interessiert euch? Genau, würde mich total interessieren. Alles klar. Namaste, habt ein großartiges Leben. Mein Name ist Indra, das ist mein YouTube-Kanal. Haut rein.